Mission. Okay. Oh. Hey. Scheiße. Was zum Teufel? Wir müssen da rauf. Warte, die Dekompression. Ja, das ist wichtig. Verdammt, stimmt ja. Die Dekompression. Leider Gottes ist es wichtig. Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Das ist ja Folter. Noch ein paar Sekunden. Okay, jetzt. Los, los. Natürlich höre ich auf meinen Freund. So ab und zu mal. Hey, was zum Teufel ist hier los? Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder am Lot. Mhm. Hat Scheiße gebaut, der Boy. Wir hatten einen Unfall mit dem Grill. Sah aus, als wäre das Boot explodiert. Und warum bezahlst du das Meer? Ein paar Fischer sind auf die Tauchleine aufgelaufen. Ach, so war das. Ja, die waren echt sauer. Also hat Conrad mit Geld um sich geworfen und sie sind weg. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Leider konnten wir es nicht ganz unversehrt wieder verlassen. Was? Wieso? Wegen der Tauchleine. Wie schlimm? Also erstens, das Cockpit ist weg. Was für eine Scheiße! Oh, die Voice-Stimmen sind ja mal richtig abgrundtief schlecht. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oh ja. Oder vielleicht eher arrogant? Beides. Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Hat es etwa gefunkt zwischen ihr und Conrad? Vielleicht. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Gute Arbeit. Ha, danke schön, Mensch. Du machst ein Lob vom Kurator zu kriegen. Halleluja. Ob dir das immer sagt? Wie gut war das Flugzeug erhalten? Erwartungsgemäß. Brad, das war Wahnsinn. Das war wie eine Zeitreise. Kein Witz. Tja, es war wie eine Zeitreise, bei der man aus Versehen in einer Vergangenheit landet, in der alles unter Wasser liegt und voller Muscheln ist. Und Haie. Haie? Grauer Riffhai. Ah. Hey, ich war ganz schön nervös. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trink mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckt ja ein Geschoss im Flugzeug. Huh. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Ich werde gucken. So. Hallo, Matrose. Alles gut? Sorry, ich war mit meinen Gedanken bei dem irren Tauchgang. Kaum zu glauben, was wir erlebt haben, oder? Ja, war ziemlich unglaublich. Ist was? Du kannst mit mir reden, wirklich. Ich schätze, ich habe nur ein wenig Angst um unsere Zukunft. Weißt du? Was jetzt? Ich denke, vor uns liegt eine glückliche gemeinsame Zukunft. Wirklich. Ja. Weißt du, du bist ziemlich das Beste, was mir je passiert ist. Ah. Ich liebe dich, Alex. Ah. Weißt du, wo die anderen sind? Ich gehe sie holen. Chill doch so lange.
chill doch so lange. Geistreich. Aha. Hey, mein Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Okay, hallo. Küstenwache, die Küstenwache ist hier. Was? Lasst euer Meth verschwinden. Wir müssen schnell das Meth loswerden. Lebendig kriegen die uns nicht. Was zum Teufel? Oh Mann. Herrlich. Im Ernst, das kannst du echt nicht bringen, Julia. Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Na klar. Mehr Bier, wie wär's denn mal mit mehr Licht? Ein bisschen mehr sehen wäre vielleicht vorteilhaft. Ah, da denkt okay, jemand mit. Wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hole ihn. Hey. Ich hole den Koffer. Ich muss aber erst gucken, was hier so rumliegt. Alles okay? Du wirkst abgelenkt. Nee, alles gut. Sorry. Ich wollte nur die Kamera. Oh, kann ich sie benutzen? Show me them pics. Also, können wir wegen des Unfalls nicht mehr tauchen? Ich sag es jetzt noch einmal fürs Protokoll. Ins Flugzeug zu gehen war super gefährlich. Seenotrettung. Conwin Island. Jetzt ist es passiert und wir müssen den Rest unseres Lebens lügen. Sonst droht uns Knast. Ich schweige wenig. Der hat ganz schön viele Bilder gemacht. Okay. Bin dabei. Kannst kaum erwarten, mir die Kiste anzusehen. Hey, hast du den Block? Sorry, ich war abgelenkt. Na los, holen wir ihn. Der drängelt ganz schön. Ich war 2 Sekunden, hab mir mal die Bilder angeguckt. Hab ihn. Gehen wir hoch. Meine Güte. Komm her, mein Feger. Ah. Schön langsam. Wir müssen zurück. Genau hier. Cockblocked. Der hat genug von Bier, ehrlich. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Das Flugzeug wurde wohl abgeschossen. Das war ja übersät mit Einschusslöchern. Ich habe eine Kugel im Rumpf gefunden. Huh. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey, sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Hast recht, wir waren unvorsichtig. So bin ich nicht, sorry. Okay, vielleicht. Ich kenne dich nicht. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. Ah. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Oh Gott. Ja, schon, aber weißt du, keine wie Fliss sie beschrieben hat. Erzähl uns was. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Okay. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun,
Bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Klingt cool. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Psst. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Ich erzähle nur die Fakten, ungeschönt. Zerhackt in winzig kleine Stückchen, mit einer Axt. Igitt. Igitt. Okay, also, wer war's? Die Frau sagt, das war mein Mann und wendet sich dem Schrank zu und sagt, er ist da drin. Ah ja, der Ehemann. Und deshalb traue ich der Ehe auch keinen Zentimeter. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber seine Kehle ist durchgeschnitten. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Der Chief. Theo, super Wendung. Schön. Nicht schlecht, Kleiner. Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Letztens hast du sie besser erzählt, aber guter Versuch. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Feier geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha, wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Mann. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. So, jetzt wird geschlummert auf hoher See. Oh Gott, natürlich kommt Sturm. Of course. Leute aufs Schiff. Ist gut. Don't touch me. Der freundliche Füße. Mensch, hallo. Hm.
Kratsch. Ups. Ja. Gute Fliese in Knebeln. Ratsch. Julia, alles okay? Ich glaube schon. Oh, Julia. Mensch, das ganze Yoga hat sich bewährt. Hey, also, schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh, ich hab sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Uns antun. Nix. Ich will es nicht mal wissen. Ich will hier raus. Wir sind in großer Gefahr. Leute, wir müssen uns losmachen. Sofort. Komm her. Scheiße. Das klappt nicht. Los doch. Ich komme später. Conrad! Niemand weiß, dass ihr hier seid, meine Lady. Ihr seid hier ganz allein. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Oh oh. Don't touch me! Was wollt ihr, Wichser, denn? War eine normale Frage. Langsam. Ruhig. Nicht sagen. Wir beenden das später. Muss ihn ja nicht auch noch provozieren, den Löffel mit der Jungfrau. Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Geh weg! Weg von mir! Julia, sie kommt zurück. Mach sie frei. Don't touch my wifey. Hey, Schwarkopf, halt die Scheißfresse. Okay.
Sie werden sie nicht schlagen. Haben Sie Fliss auch mit? Fliss scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Ja. Wo ist denn mein Bruder? Also, er versteckt sich. Geht ihm gut. Okay. Dreh dich um. Ich liebe die Nagelschere. Essentiell. Versteck deine Hände. In jeder Situation. Können wir sie vielleicht überraschen? Okay, sie kommen. Nein, verdammter Mist! Was ist los, Julia? Hey, hey, bist du okay? Was war los? Alles gut, sie haben nichts gemacht. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Natürlich haben sie das. Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Na, vielleicht schafft es einer von uns zum Boot. Hilfe holen. Wenn ihr sie ablenkt, komme ich aufs Boot. Der Typ mit der Knarre wird nichts merken, bis ich lange weg bin. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut, das hören Sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Oh, du Fuchs. Ich gehe durch das Fenster und dann zum Boot. Und ihr lenkt sie ab. Conrad, du konzentrier dich und geh zum Boot. Okay, dann los jetzt. 1, 2, 3. Hups. Was ist dir? Whoops. Oh oh, muss ja drücken hier. Du kannst mich mal. Kann ich jetzt? Oh, ich weiß gar nicht, weshalb ich den gedrückt? Gar nicht. Oh doch. Oh. Oh. Wir kriegen ihn nie mit dem alten Kahn. Haha, süß für Sicherheit. Nimm die. Benutze sie, falls nötig. Benutze sie, falls nötig. Please don't shoot me. Thank you. Setz euch. Da drüben. Du. Genau hier. Setzen. Jetzt. Arrêtez, bande de cons! C'est mon bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule! Hudson! Come here! Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mandschurei-Gold? Na, ich nicht. Keine Ahnung.
Oh Mann. Please don't shoot. Glaubst du, Conny geht's gut? Okay, jetzt haltet die Fresse! Lass uns doch einfach nur reden. Du willst reden? Ja. Dann aber leise. Ich sag, wie es ist. Fliss muss damit zu tun haben. Sie und diese Typen stecken doch unter einer Decke. Sie ist der Captain und sie rühren sie kaum an. Sie hat ihn vom Mandschureigold erzählt. Sie hängt damit drin. Kann ich. Ich kann das jetzt kaum glauben. Ich habe echt alles verloren. Und das kommt dir in den Sinn? Ihr macht gemeinsame Sache. Du hast uns in die Falle gelockt. Hey, Arschloch. Halt die Klappe. Oh. Scheiße. Sitzen bleiben, alle. Du, komm jetzt mit. Was will er denn? Finde raus, wie lang der Sturm noch dauert. Versuchst du was? Irgendwas Krummes? Dann gibt es konsequent. Verstanden? Ja gut, Mann, chill doch mal. Duke of Milana bittet Wetterbericht. Over. Duke, wir hören Sie. Ist alles okay? Over. Alles wunderbärchen. Hey, können Sie uns neue Infos über den Sturm geben? Ist ein bisschen heikel hier. Over. Großer Sturm kommt da von Osten. Trifft sie wohl ziemlich hart, sollte aber in einer Stunde bei ihnen durch sein. Sie klingen gestresst, Duke. Brauchen sie eventuell Hilfe, sonst kriegen sie bei Sturm keine Panik. Ja, okay. Alles okay hier. Ein paar Böen und ein paar Tropfen Regen machen uns nichts. Danke für die Info. Wir sehen uns auf einen Drink an der Küste in ein paar Tagen. Sie hat indirekt die Info gegeben, dass sie in ein paar Tagen wieder da ist. Oh. 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 Sehr starker Sturm, du. Versteckt er sich unter den Kojen? Nee, doch noch lauter. Wir können ihn nicht da unten lassen. Er ertrinkt. Wir müssen ihn da rausholen. Ist zu gefährlich. Brad, Kumpel, komm raus. Los. Wenn er ertrinkt, ist blöd. Das noch nicht tun.